Zum Beispiel Kitty, boah, wie heißt sie? Oder Dingeldörper. Ja, muss man sich auch erstmal trauen, so, ne? Ja, ich Also. fand's cool. So. So. Wir haben hier irgendwie alles fertig gehabt, glaube ich, und haben dann gesagt, wir machen Feierabend, ne? Ja, genau. Zu mir bitte nicht im Weg stehen. Du siehst auch ein bisschen aus wie Jenny, finde ich. Also hier im Spiel. Ich versuche einfach nur im Weg zu stehen gerade. Also. Oh, hier ist ein Foto von Jenny meinem hat Sohn. schönere Haare als der Charakter. Das stimmt. An Papo, an Papa. Komm bald zurück. An Papo. An Papo. So, und jetzt? Jetzt müssen wir, ich weiß gar nicht, was genau unser Auftrag ist. Wir sind hier zu zweit. Ich glaube, wir sind die letzten Überlebenden, wir beide, oder? Nein, Nee, wir haben einer. noch den Bruder, also deinen Bruder, mein Freund. Ja, genau. Und wir Stimmt, wir müssen, sind ins Loch gefallen, ne? Wir waren in genau, der und wir Brücke müssen den oben. Generator finden. Ich stecke. Ich stecke. Ich kalle. Ich komme hier runter. Soll ich mitkommen? Hey. Ich glaube ja. Guck mal hier. Der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Sind ja auch gefühlt schon durch, fast, oder? Ich glaube ja auch. Leiter. Ich glaube, ich kann. Halt! Bist du okay? Ja. Alles gut. Komm runter. Kommen wir damit überhaupt wieder hoch? Nee, das war's. Komm nie wieder hoch. Wir kommen da nicht mehr hoch. Das kannst du vergessen. Kommst du Ja, da ich hab hoch? gerade ge Ah! Oh mein Gott! Was Holy ist das? shit! Es war. Hast du nichts gesehen? Okay, ich sehe also Zeugs. Du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Hast du nicht Auf gesehen? dem Schiff war also dieses Mandschurei-Gold, das Nee. in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg war. Und wir wissen, es war super instabil und trat auf dem Schiff aus. Vielleicht ist es noch hier. Vielleicht hat es sich noch nicht verzogen und hat nur dieselbe Wirkung auf uns, wisst ihr? Diese Halluzinationen. Die Scheiße, die wir sehen, sie ist nicht real. Und die Crew hat halluziniert. Wir wissen, dass sie Angst hatten. Die Offiziere dachten, dass die ängstlichen GIs sich einfach vor dem Wachdienst drücken wollten. Es ist kein Geisterschiff, sondern eine Biowaffe. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Krass. Termin hat gerade geschrieben, dass der Schauspieler von den beiden Brüdern der gleiche ist und der auch Nick in House of Ashes gespielt hat. Krass. Ah, krass. Ich hätte nicht erkannt, dass das der gleiche Schauspieler sei, also ist quasi. So. Also hier. An Linden Motorwork. Engine Works. Motorwerke von Linden, Rotterdam, Niederlande, Dieselmotornummer 1734, Jahr 1920, Typ L87C SE. Und wenn ihr den Code jetzt bei Steam eingebt, dann kriegt ihr genau nichts. Also macht es gern. Ich habe gesehen, Tamina hat getweetet zu einem Dead by Daylight Modus in Dragon Ball Z, Junge. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das will ich unbedingt spielen. Oho. Das sieht richtig scheiße aus. Das will ich unbedingt zocken. Oh, okay, hier leuchten irgendwie Dinge. Aber ich glaube nichts, was man irgendwie anklicken könnte. Ey, ich finde das alles so unangenehm hier. Ich hab ihn! Ja! Das Ding läuft noch! Ja, nach dem Ding haben wir gesucht. Das ist nur die Sicherung, ne? Strom dauert aus. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Oh Jetzt nein. Klingelt das. Ja, und das ist Dings. Wie klingelt das denn ständig? Ja, das ist der Dude. Wahrscheinlich. Ich hab keine Hose an. Was machst du? Tu es! Was machen wir jetzt? Der Strom war weg, aber jetzt nicht mehr. Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir brauchen Hilfe. Schnell! Das sind diese Dinger, die uns angreifen wollen. Over. Rettungsteam ist unterwegs zu ihrer Position. Over.
Scheiße, komm schon! Reicht doch. Ja. Wo bist du eigentlich? Wie, wo bin ich? Achso, da stehst du. Ich hab dich gerade in der Sequenz nicht gesehen, deswegen. Hm. Das war ja auch der Bruder. Stimmt, das war der da oben. Mhm. So. Hier, schau doch mal. Oh, hey. Das Kreislaufgerät. Die Fischer müssen es von der Duke mitgebracht haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Auf jeden Fall, das halbe Schiff ist geflutet. Hm. Ich hab gesagt, es ist schwer, bestimmt. Das ist einer von uns in einem Arsch. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Schreit er wen an, der schon tot ist? Ja, aber auch. Ah, das Ding für das Boot. Jo. Oh Scheiße, ich muss atmen. Maintenant c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande de foirés. Alter. Der ist aber auch vom Teufel getrieben, wa? Ja, der hat aber auch ordentlich was Intus wahrscheinlich. Dude mal an. Warum macht er das? Aber der ist doch tot, oder? Ich nicht? Kann was lesen. Internes Memo, streng geheim. C-Headquarter Köppel Stephen Harding, USAM Militärbasis. Corporal Harding, die zuvor abgegebene Lieferung sehr. Oh shit! Scheiße! Er kommt! Okay. Ja, da kam auch irgendwie so Zeug aus dem Schacht. Guck mal hier vorne. Siehst du den Schacht? Nichts wie weg. Los! Ja. Scheiße. Ich wollte das lesen. Ja, ging nicht. Ich will nicht wieder atmen. Ich will nicht wieder atmen. Das ist so schwer. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheiße! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Er hat das Teil in der Hand. Mhm. Oh, wir müssen echt wieder atmen. Scheiße. Wenn ich das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Du hast verkackt. Ja. Oh. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, total. Die widerstehen allem Möglichen. Ja, Zeugs. Oh, shit. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Oh. Okay.
Okay? Und Verwandlungen. Und Hände hoch. Er sagte... Nein, nein, so doch nicht. Keine Verwandlungen. Bitte, wir haben kein Problem mit dir. Wir wollen einfach nur hier raus. Bitte. Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Was? Da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Okay, es kann jetzt jemand sterben. Ach du heilige Scheiße. Warum nicht einatmen? Was passiert dann? Er lebt, macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp! Stopp! Der halluziniert, oder? Er ist in uns drin, nicht wahr? Lass uns versuchen, ruhig zu bleiben, oder? Mhm. Ich hab das Zeug nicht eingeatmet. Bitte, versprochen. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht. Okay, na schön. Gut, also da war etwas vorhin. Vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht? Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Sag nein. Leugne alles. Nein, schau. Wir hielten die Luft an. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott, der Dunst ist in mir drin, oder? Ja, ja, bring mich selber um. Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Nein, nein, ich sehe da nichts. Alles klar, Mann, da ist kein Dunst. Schluss! Lügt nicht! Ah, shit. Wir werden nichts machen sollen. Mir, nicht wahr? Ihr lügt doch alle. Der Dunst ist in mir. Ich bin von innen auf. Hey Mann, komm schon, leg doch die... Oh shit. Aber warum macht Scheiße. Der das? Halluziniert, Panik, Angst. Holy shit. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt retten kann. Ich habe noch nie eine Sequenz gesehen, wo der nicht stirbt, to be honest. Ich glaube, du kannst nur, wenn du es falsch machst, dafür sorgen, dass er dich davor noch abknallt. Ja, ja, deswegen, man, ich hätte nach der Waffe greifen können gerade, aber das habe ich dann lieber nicht. Nee, es ist, glaube ich, besser, dass du es nicht gemacht hättest. Dann hätte er mir in den Kopf geschossen instant. Oder so. Naja, wahrscheinlich. Nee, war gut, haben wir gut gemacht. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Ich glaube, die Waffe ist leer, deswegen hat er sie nicht mitgenommen. Keine Angst, Hilfe ist unterwegs. Wo ist denn der jetzt der Rucksack? Du bist der andere tot wieder. Oh, Chat sagt, man kann ihn retten, tatsächlich. Oh. Ich mute mich mal. Aber er wird sie nicht lange haben. Das ergibt halt gar keinen Sinn, wenn wir jetzt versuchen, die Verteilerkappe zu holen. Wir brauchen die nicht. Wir haben doch schon Mayday gerufen. Irgendeine Idee?
Irgendwie müssen wir von hier aus da reinkommen. Nein. Kleine unangenehme Löcher, ich mag's nicht. Dankeschön, Darkly, für die 10 Monate. Dankeschön. Toll. Echt total super. Oh. Eher sterbe ich. Die Möglichkeit bekommst du wahrscheinlich auch. Vielleicht kommt man durch das Wasser rein. Ja, klar. Hier zu ertrinken macht ja mehr Spaß als im Meer. Warum nicht? Ich mag gar nicht daran denken, ja, wie Jingle. Viel einfacher das mit dem Atemgerät wäre. Tja, nur wer wagt, gewinnt. Aber wir hatten es doch mitgenommen. Das ist viel zu gefährlich. Was, wenn die da unten die Luft aussieht? Warum haben wir jetzt kein Atemgerät? Ich seh gleich nach, ob da irgendwo Luft ist. Wir hatten es doch mitgenommen. Gibt, komm ich zurück. Bin ich gerade verpeilt? Nicht zu kalt. Immerhin. Warum ist das denn jetzt weg? Ah, weil wir weglaufen mussten. Da haben wir es dann zurückgelassen quasi. Oh nein. Warte, bis ich die Tür aufhabe. Ich gebe dir ein Signal, dann kannst du durchkommen. Viel Glück und tauch auf, falls irgendwas schief geht. Scheiße. Das heißt, ich hab's versaut. Und wenn die jetzt stirbt, geht das auf meine Kappe. Kann ich hier hoch? Oh Gott. Okay. Sorry, der Chat sagt, das Spiel ist ein bisschen zu leise bei mir. Okidoki. I'm sorry. Okidoki. I'm sorry. Okidoki. Tut mir leid. Alles gut, ich hab den Stress meines Lebens, ich muss schon wieder schwimmen. Cool. Viel Spaß. Ich hasse diese Szene. Mit welcher Taste schwimme ich denn auch hoch? Schottentüren bei Fahrten geschlossen halten. Okay, das bringt mir echt nichts. Es ist richtig unangenehm. Es ist richtig unangenehm. Dankeschön, B-Medic, für die 14 Monate. Ich hab's halt gar nicht kommen sehen gerade. Hallo Enza. Komm da weg, komm schon!
Gut. Du bist Julia, ne? Ja, ich bin wieder da. Was? Was soll ich denn drücken? So, auf die ich hab doch nicht hauen. Okay, ich verkack's gerade am laufenden Bande. Das ist nicht gut. Da hinten. Hinter ihm stand jemand. Scheiße, Bruder. Ja, sag ich doch. Scheiße, Bruder. Ach, du heilige Scheiße. Gespaltene Persönlichkeit. Ich hab die Dings geholt. Los geht's. Ja, ich hab's gesehen. Aber hinter ihm stand noch jemand. Der Kurator wahrscheinlich. Nee, das war so ein dunkler Schatten einfach nur. Ja, das ist safe der Kurator, weil du hättest sterben können. Der Kurator ist in dem Teil immer zu sehen, wenn ein Charakter sterben könnte von den Hauptcharakteren. Boah, dann sieht man ihn doch immer eindeutig, oder nicht? Mm-mm. Das ist so ein Easter Egg im Hintergrund. Ja, aber ich habe den bisher immer deutlich gesehen. Ja, dann musst du dir deine Brillen putzen. Das war nur ein Schatten. Das war der Kurator. Ach, komm, hör auf. Nee. Was ist das jetzt? Sind wir jetzt fertig? Noch zu voll hier. Ah, der lebt auch noch. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich hoffe so sehr. Also, hä, was macht er? Was macht sie? Okay, sehen wir mal, ob es funktioniert. Nice. Ja, wir haben 2 Dudes verloren. Das eine ging auf meine Kappe, würde ich sagen. Psch, 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 psch. Sie ist ertrunken, Mann. Gott, so ein furchtbarer Tod. Besonders für Fliss. Ich meine, Gott, was war ihr Leben? Es hätte nicht ihr Tod sein sollen, oder? Er war ein Arschloch. War. Will doch nicht. Conny meint es gut. Egal welchen Quatsch er gemacht hat, er meint es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Will andere immer zum Lachen bringen. Kommt jetzt noch was? Ah. Das ist der Brother. Ja, da bin ich einfach runtergejumpt, aber ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen soll. Und sie ist ertrunken. Ja, das ist glaube ich, das, wo wir beide Schuld tragen. Du hast mir die falsche Meldung gegeben und ich habe einmal auf das Scharnier und einmal auf den Schlüssel, auf das Schloss geschlagen. Und ich glaube, wenn ich zweimal aufs Scharnier geschlagen hätte, dann wäre sie nicht ertrunken.
Ja, aber woher soll ich denn wissen, was da die richtige Meldung ist? Also, keine Ahnung. Glückssache, glaube ich, einfach. Ja. Also, keine Ahnung, auch bei dem Runterspringen. Bei mir sahst du halt aus wie ein richtig widerliches Monster, als ob ich mich dann dem stelle, so. Ja. Das ist halt nicht so einfach gewesen, fand ich. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Ne, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Kein schlechter Versuch. Manche leben, manche sterben. Alles ihre Schuld. Am Ende ging es hier ganz schön heiß her, nicht wahr? Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Okay, danke. Also. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Wie gut die das dann nochmal teasern. Ja. mir hat jemand im Chat gerade geschrieben, es gab am Anfang, als ich tauchen war und wir unter, also ich dir den Heiratsantrag, also mir selbst den Heiratsantrag unter Wasser gemacht habe, ne? Ganz am Anfang, wo dann die Explosion oben war, wo ihr die Fischer unter Anführungszeichen getroffen habt. Da gab es den. Warte mal kurz, ich muss diesen Song skippen, der war, ist ja ultra anstrengend. Dieses Gesinge. Weißt du, was ich meine? Genau. Also auf jeden Fall, wo wir da. Oh. Oh boy, der ist nicht tot. Hätten wir den wecken können? Vielleicht hätten wir den wecken können. Es sind wirklich welche gekommen bei dem Hilferuf. Von allein ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Wow. Was zur Hölle ist das? Pain. Und das ist jetzt schon Little Hope Teaser, glaube ich, ne? Ja. Oh, der Dude wieder. Den Typen kenne ich nur von Wir sind die Millers und das ist ein richtiger Dulli. Ist ja auch richtig unangenehm. Ja. So, was ich eigentlich sagen wollte vorhin war, es gab diese erste Sequenz, wo ich ja tauchen war und so gejammert habe, ne? Mhm. Und es gab die Möglichkeit beim Auftauchen, als die Explosion hochgeht, will ich halt direkt, also will der weibliche Charakter direkt hoch wegen ihrem Bruder. Und ich, der männliche Charakter sagt halt, du musst langsam auftauchen wegen dieser Taucherkrankheit mit den Lungen. Und du kannst dich entscheiden, ob du direkt auftauchst oder ob du wartest. Und ich habe halt gewartet. Und jetzt hat mir im Chat jemand geschrieben, dass ich jetzt bei der letzten Sequenz
Da musste ich mit ihr tauchen, gestorben wäre, wenn ich dort nicht gewartet hätte wegen der Lungenkrankheit, dann wäre ich quasi ertrunken. Oh, echt? Hat jemand im Chat gerade geschrieben, ja. Das ist, weil wir haben halt beim Fliehen, haben wir das Tauchgerät verloren und damit musste ich jetzt ohne Tauchgerät tauchen und man hat immer die Sequenz gesehen, wie sie halt Luft holen geht. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so bei meinem ersten Durchlauf den Charakter verloren, weil da bin ich ertrunken. Pain. Aber dafür sind die Leute mit, die Piraten sind gekommen und du warst nicht da quasi. Ja, genau. Aber ich hätte ja auch nichts verhindern können, weil ich wäre einfach nur früher oben gewesen.